Kapitel 1 Die Schnappholz. Twig saß zwischen den Knien seiner Mutter auf dem Boden und fuhr mit den Zehen durch das dicke Tilda-Fell. In der Hütte war es kalt und zugig. Twig beugte sich vor und machte die Ofentür auf. »Ich erzähle dir jetzt, wie du zu deinem Namen gekommen bist«, sagte seine Mutter. »Aber ich kenne die Geschichte doch schon, Mütterlein«, protestierte Twig. Spelda seufzte. Twig spürte ihren warmen Atem im Nacken und roch das in Essig eingelegte Wabbelkraut, das sie zu Mittag gegessen hatten. Er zog die Nase kraus. Er verabscheute Wabbelkraut, zumal wenn es in Essig eingelegt war, wie überhaupt viele der Dinge verabscheute, die Waldtrolle mit Vorliebe verspeisten. Wabbelkraut war glibberig und roch nach faulen Eiern. »Diesmal kommt noch etwas dazu«, hörte er seine Mutter sagen. »Diesmal erzähle ich die Geschichte zu Ende.« Twig runzelte die Stirn. »Ich kenne das Ende doch schon.« Spelda zauste die dicken schwarzen Haare ihres Sohnes. »Er ist so schnell gewachsen«, dachte sie und wischte sich eine Träne von der knubbeligen Stupsnase. »Eine Geschichte kann viele Enden haben«, sagte sie traurig. Das purpurrote Licht der Flammen spielte über Twigs hohe Wangenknochen und sein spitzes Kinn. »Du warst vom Augenblick deiner Geburt an anders«, begann sie wie immer. Twig nickte. Es war schlimm gewesen, sehr schlimm, als Kind anders zu sein. Trotzdem stellte er sich gern vor, wie überrascht seine Eltern bei seiner Geburt gewesen sein mussten. Ein Baby mit dunklen Haaren, grünen Augen, glatter Haut und Beinen, die schon damals zu lang für einen Waldtroll waren. Twig starrte ins Feuer. Das Luftholz brannte hervorragend. Polternd fielen die Scheite im Ofen durcheinander, tiefrote Flammen schlugen aus dem Holz. Die Waldtrolle verwendeten ganz verschiedene Holzarten, von denen jede besondere Eigenschaften hatte. Duftholz zum Beispiel roch beim Verbrennen angenehm, und wer den Duft einsog, verfiel in einen von Träumen erfüllten Schlummer. Das Holz des silbern-türkisfarbenen Wiegenliedbaums wiederum sang, wenn Flammen an seiner Rinde leckten, seltsam traurige Lieder, nicht nach jedermanns Geschmack. Und dann gab es die Bluteiche, samt den auf ihr lebenden Parasiten, dem Schlingwürger, einer dornigen Kletterpflanze. Bluteichen zu fällen war ein gefährliches Unterfangen. Allzu leicht fielen Trolle, die in Waldkunde nicht aufgepasst hatten, dem Hunger des Baums auf Fleisch zum Opfer. Die Bluteiche und der Schlingwürger gehörten zu den gefährlichsten Pflanzen des Dunkelwalds. Außerdem konnte man mit dem Holz der Bluteiche zwar hervorragend heizen und es roch und sang nicht, doch nur wenige ertrugen, wie es beim Verbrennen stöhnte und schrie. Nein, unter den Waldtrollen war Luftholz weitaus am beliebtesten. Es brannte gut und der rote Schein des Feuers wirkte beruhigend. Spelda fuhr in ihrer Geschichte fort. Twig gähnte. Ihre Stimme war hoch und zugleich kehlig, wie eine Art Gurgeln tief im Hals. »Mit 4 Monaten konntest du schon laufen«, sagte sie, und Twig hörte ihr an, wie stolz sie darauf war. Die meisten Trollkinder krabbelten die ersten 1,5 Jahre auf allen Vieren. »Aber«, flüsterte er leise, die Geschichte schlug ihn gegen seinen Willen in ihren Bann, und er war in Gedanken schon beim nächsten Satz. Gleich kam das »Aber«. Jedes Mal, wenn es soweit war, durchlief ihn ein Schauer und er hielt den Atem an. »Aber«, sagte Spelda, »obwohl du den anderen körperlich so weit voraus warst, sprechen wolltest du nicht. 3 Jahre warst du alt und hattest noch kein einziges Wort gesagt.« Sie setzte sich anders hin. »Und ich brauchte nicht zu sagen, wie schlimm das ist.« Wieder seufzte sie und wieder zog Twig die Nase kraus. Ihm fiel ein, was Tag her einmal zu ihm gesagt hatte. »Deine Nase weiß, wohin du gehörst.« Twig hatte das so verstanden, dass er den unverwechselbaren Geruch von zu Hause immer erkennen würde. Hatte er sich vielleicht geirrt? Hatte der weise alte Eichenelf in seiner typischen indirekten Art gemeint, dass seine Nase nicht mochte, was sie roch, weil dies gar nicht sein Zuhause war? Twig schluckte schuldbewusst. Er hatte sich das schon so oft gewünscht, abends im Bett, wenn er wieder einmal den ganzen Tag lang verspottet, gehänselt und schikaniert worden war. Durch das Fenster sah er, wie die Sonne an den gesprenkelten Himmel tiefer sank. Die gezackten Silhouetten der Kiefern des Dunkelwaldes glitzerten wie gefrorene Blitze. Twig wusste, dass es schneien würde, noch bevor sein Vater am Abend zurückkehrte. Er dachte an Tuntum draußen im Dunkelwald, weit weg vom Ankerbaum. Vielleicht schlug er in diesem Augenblick die Axt in den Stamm einer Bluteiche. Twig erschauerte. Die Geschichten von Bäumefällen, die er von seinem Vater kannte, hatten ihn vor lauter Angst schon so manche stürmische Nacht wach liegen lassen. Tuntum Schnappold war von Beruf eigentlich Schnitzer, doch verdiente er das meiste Geld mit Schwarzarbeit, indem er die Schiffe der Himmelspiraten reparierte. Dazu brauchte er leichtes Holz, und das Holz mit dem größten Auftrieb war das der Bluteiche. Twig war sich der Gefühle seines Vaters nicht sicher. Immer wenn er mit einer blutigen Nase, einem blauen Auge oder Kleidern voller Dreck, den andere auf ihn geworfen hatten, nach Hause kam, wünschte er sich, sein Vater würde ihn in die Arme nehmen und trösten, bis es nicht mehr wehtat.
Stattdessen erteilte Tumtum ihm Ratschläge und Befehle. »Schlag ihn doch auch die Nase blutig«, sagte er einmal. »Hau ihm eins aufs Auge und wirf nicht mit Schmutz, sondern mit Mist. Zeig ihm, aus was für ein Holz du geschnitzt bist.« Seine Mutter erklärte ihm dann später, wenn sie Heilbeerensalbe auf seine blauen Flecken strich, dass Tumtum ihm damit nur auf die harte Welt draußen vorbereiten wollte. Doch Zwick hatte seine Zweifel. Tumtums Augen hatten ihn nicht besorgt angesehen, sondern verächtlich. Abwesend wickelte er eine lange schwarze Haarsträhne um den Finger, und Spelda fuhr mit ihrer Geschichte fort. »Namen«, sagte sie, »wo wären wir Wolltrolle ohne sie? Sie bändigen die wilden Tiere des Dunkelwalds und geben uns unsere Identität. Koste nie von einer namenlosen Suppe, sagt das Sprichwort. Ach, Zwick, was für Sorgen ich mir gemacht habe, als du mit 3 Jahren immer noch keinen Namen hattest.« Zwick fröstelte. Er wusste, ein Waldtroll, der ohne Namen starb, war für alle Ewigkeit zu einem Leben in der Luft verdammt. Das Problem war nur, dass das Ritual der Namensgebung erst stattfinden konnte, wenn das Kind das erste Wort gesagt hatte. »Habe ich wirklich nichts gesagt, Mütterlein?« fragte er. Spelda sah weg. »Kein Wort kam über deine Lippen. Ich glaubte schon, du seist wie dein Urgroßvater Weasel. Er hat auch nie etwas gesagt.« Sie seufzte. »An deinem 3. Geburtstag beschloss ich deshalb, das Ritual trotzdem durchzuführen. Ich...« »Hat Urgroßvater Weasel ausgesehen wie ich?« unterbrach Trixie. »Nein«, sagte Spelda. »Es gab nie einen Schnapphold oder überhaupt einen Waldtroll, der aussah wie du.« Zwick zog an der Haarsträhne. »Bin ich hässlich?« fragte er. Spelda kicherte. Dabei gingen ihre mit Flaum bedeckten Wangen auseinander und ihre kleinen kohlschwarzen Augen verschwanden in ledrigen Hautfalten. »Für mich nicht«, sagte sie. Sie beugte sich vor und schlang ihre langen Arme um Zwicks Brust. »Du bist und bleibst mein Allerschönster«, sie hielt inne. »Wo war ich stehen geblieben?« »Bei der Namensgebung«, sagte Zwick. Er hatte die Geschichte schon so oft gehört, dass er nicht mehr auseinanderhalten konnte, an was er sich selbst noch erinnerte und was ihm erzählt worden war. Spelda war bei Sonnenaufgang auf dem ausgetretenen Weg zum Ankerbaum marschiert, hatte sich an den dicken Stamm angebunden und war dann mit dem anderen Ende der Leine in der Hand in den dunklen Wald aufgebrochen. Ein gefährliches Unternehmen, nicht nur wegen der unsichtbaren Gefahren, die im Dunkelwald lauerten, sondern auch, weil immer die Möglichkeit bestand, dass das Seil sich irgendwo verfing und riss. Es gab für einen Waldtroll nichts Schlimmeres, als sich zu verirren. Wer vom Weg abkam und sich verirrte, war den Angriffen des Schleimschmeichlers ausgeliefert, des schrecklichsten aller Ungeheuer des Dunkelwalds. Die Waldtrolle lebten in ständiger Angst, diesem Monstrum zu begegnen. Spelda hatte ihren älteren Kindern oft mit Geschichten vom schwarzen Mann im Wald Angst gemacht. »Wenn du nicht aufhörst, ein so ungezogener Waldtroll zu sein«, pflegte sie zu sagen, »dann holt dich der Schleimschmeichler.« Immer tiefer war Spelda in den Dunkelwald eingedrungen. Das Geheul und Gekreische unsichtbarer Tiere gellte durch die Bäume. Sie tastete nach dem Amuletten und Talisman, die sie um den Hals trug, und betete für eine rasche und sichere Rückkehr. Am Ende der Leine angekommen, zog Spelda ein Messer, ein Namengebungsmesser, aus dem Gürtel. Das Messer war wichtig, es war speziell für ihren Sohn angefertigt worden, so wie für alle Waldtrollkinder Messer gemacht wurden. Sie waren ein wichtiger Bestandteil des Namensrituals, und wenn die Kinder dann erwachsen waren, bekamen sie ihre Namensgebungsmesser ausgehändigt. Spelda packte das Messer fest, streckte den Arm aus und säbelte, wie das Ritual es vorschrieb, ein Stück Holz aus dem nächsten Baum. Dieser kleine Schnitzel aus dem Dunkelwald sollte den Namen ihres Kindes enthüllen. Spelda verlor keine Zeit. Sie wusste ganz genau, dass sie mit ihrem Sägen und Hacken andere Waldbewohner auf sich aufmerksam machte, die womöglich eine tödliche Gefahr darstellten. Sobald sie fertig war, klemmte sie sich das Holzstückchen unter den Arm und marschierte durch den Wald wieder zum Ankerbaum. Sie band sich los und kehrte nach Hause zurück. Dort küsste sie das Stück zweimal und warf es dann ins Feuer. »Bei den Geschwistern kamen die Namen sofort«, sagte sie. »Schnutpill, Handlang, Nase voll, in aller Deutlichkeit. Bei dir zischte und knackte das Holz, aber sonst kam nichts. Der Dunkelwald weigerte sich, dir einen Namen zu geben.« »Trotzdem habe ich einen«, sagte Twig. »So ist es«, sagte Spelda. »Dank Tagher.« Twig nickte. Er erinnerte sich noch gut daran. Tagher war gerade nach längerer Abwesenheit ins Dorf zurückgekehrt. Trick wusste noch, wie froh die Waldtrolle darüber gewesen waren. Tagher, in allen waldkundlichen Dingen wohl bewandert, war ihr Beistand, Berater und Orakel. Zu ihm ging sie mit all ihren Sorgen. »Als wir zu seinem Wiegenliedbaum kamen, hatte sich darunter bereits eine ansehnliche Menge versammelt«, sagte Spelda. Tagher saß in seinem leeren Raupenvogelkokon und berichtete, wo er gewesen war und was er auf seinen Reisen erlebt hatte. Als er mich sah, riss er die Augen auf und ließ die Ohren kreisen. »Was ist passiert?«, fragte er. »Ich sagte es ihm. Ich sagte ihm alles.« »Du meine Güte«, erwiderte er, »reiß dich zusammen.« Dann zeigte er auf dich. »Sag mir doch, was ist das um den Hals des Kleinen?« »Sein Kuscheltuch«, sagte ich. »Niemand darf es anfassen, und er hat es immer an. Sein Vater hat einmal versucht, es ihm wegzunehmen,
Er meinte, der Junge sei zu alt für derlei Kindereien, aber der Junge rollte sich nur zusammen und weinte so lange, bis wir ihn zurückgaben. Twig wusste, was als nächstes kam. Er hatte schon viele Male gehört. Dann sagte Tekker, gib mir das Tuch. Er sah dich dabei eindringlich mit seinen großen schwarzen Augen an. Augen, wie alle Eichenelfen sie haben. Mit ihnen sehen sie Dinge auf der Welt, die anderen verborgen sind. Und ich habe ihm mein Kuscheltuch gegeben, flüsterte Twig. Er mochte immer noch nicht, dass jemand anders es anfasste, und er trug es die ganze Zeit fest verknotet um den Hals. Richtig, fuhr Spelda fort. Ich kann es bis heute nicht fassen, und das war ja noch nicht alles, beileibe nicht. Beileibe nicht, echote Twig. Tekker nahm das Tuch, strich liebevoll darüber, als sei es lebendig, und zeichnete mit der Fingerspitze behutsam das Muster darauf nach. Ein Wiegenliedbaum, sagte er schließlich, und ich sah, dass er recht hatte. Ich hatte immer nur ein schönes Muster gesehen, lauter Schnörkel und Kringel, aber nein, es war ganz richtig ein Wiegenliedbaum, so eindeutig wie deine Nase eine Nase ist. Twig lachte. Und das Seltsame war, es machte dir gar nichts aus, dass der alte Tekker das Tuch anfasste. Du hast einfach nur stumm und ernst dagesessen. Dann sah er dich wieder eindringlich an und sagte leise, »Du bist ein Teil des Dunkelwalds, Stummer. Das Namensgebensritual hat nicht funktioniert, aber du bist ein Teil des Dunkelwalds. Ein Teil des Dunkelwalds«, wiederholte er, und seine Augen bekamen einen abwesenden Ausdruck. Dann hob er den Kopf und breitete die Arme aus. »Sein Name ist...« »Twig«, rief Twig, den ich mir stillhalten konnte. »Stimmt«, sagte Spelda lachend, »das hast du gerufen, einfach so, Twig.« Das erste Wort, das du gesagt hast. Und dann sagte Tekker, pass gut auf ihn auf, denn er ist etwas Besonderes. Nicht etwas anderes, sondern etwas Besonderes. Das hat ihn aufrecht gehalten, wenn die anderen Trollkinder ihn erbarmungslos hänselten. Kein einziger Tag war ohne Schikane vergangen. Am schlimmsten war es gewesen, wie die anderen nach jedem denkwürdigen Bohnenblasenspiel über ihn hergefallen waren. Bis dahin hatte Twig das Spiel geliebt. Er war zwar nicht besonders gut darin, aber die aufregende Verfolgungsjagd machte ihm Spaß. Bohnenblase war ein Spiel, bei dem man viel rennen musste. Man spielte es auf dem großen Platz zwischen Dorf und Wald. Durch das Spielfeld verliefen im Zickzack Pfade, ausgetreten von Generationen junger Waldtrolle. Dazwischen wuchs hoch und dicht das Gras. Die Spielregeln waren einfach. Es gab zwei Mannschaften und auf jeder Seite konnten so viele teilnehmen, wie mitspielen sollten. Ziel war es, die Bohnenblase zu fangen, eine mit getrockneten Bohnen ausgestopfte Blase eines Hammelhorns. 12 Schritte zu rennen und beim Rennen laut mitzuzählen. Wem das gelang, der durfte versuchen, den Korb in der Mitte des Spielfelds zu treffen. Ein Treffer verdoppelte die Punktzahl. Es war allerdings nicht so leicht, wie es klingen mag, denn der Boden war oft rutschig und die Bohnenblase immer glibberig und die gesamte gegnerische Mannschaft versuchte, einem den Ball abzunehmen. Twig hatte in den 8 Jahren, die er mitspielte, noch kein einziges Mal den Korb getroffen. An diesem besonderen Morgen hatte niemand Glück. Das ganze Spielfeld stand nach schweren Regenfällen unter Wasser und das Spiel musste immer wieder unterbrochen werden, weil wieder ein Kind auf dem schlammigen Wegen ausgerutscht war. Erst im 3. Spielviertel landete die Bohnenblase in Twigs Nähe, sodass er sie packen und losrennen konnte. »Eins, zwei, drei!« brüllte er. Die Bohnenblase fest unter den Ellbogen des linken Arms geklemmt, rannte er den Weg entlang, der zur Mitte des Spielfelds führte. Je näher man im Korb war, wenn man bis 12 gezählt hatte, desto leichter war es, ihn zu treffen. »Vier, fünf!« Von vorn kam ihm ein halbes Dutzend Mitglieder der gegnerischen Mannschaft entgegen. Er bog nach links ab, seine Gegner folgten ihm. »Sechs, sieben! Wirf zu mir, Twig, zu mir!« schrien verschiedene Mitglieder seiner Mannschaft. »Gib ab!« Aber Twig gab nicht ab. Er wollte selbst werfen. Diesmal sollten seine Mannschaftskameraden ihm zujubeln, ihm anerkennend auf den Rücken klopfen. Einmal wollte er selbst der Held sein. »Acht, neun!« Er war von allen Seiten umzingelt. »Spiel zu mir!« hörte jemanden brüllen. Es war Hordergrub auf der anderen Seite des Spielfelds. Twig wusste, wenn er den Ball jetzt an seinen Freund abgab, konnte der vielleicht einen Treffer für die Mannschaft erzielen. Aber das war nicht ratsam. Hinterher wusste man doch nur noch, wer getroffen hatte, nicht wer den Treffer vorbereitet hatte. Es sollten aber alle wissen, dass er getroffen hatte. Er blieb stehen. Die Hälfte der gegnerischen Mannschaft war nur noch einige Schritte von ihm entfernt. Er konnte nicht mehr weiter vor und nicht mehr zurück. Er sah sich nach dem Korb um. So nah und noch so weit weg und er wollte doch unbedingt treffen, mehr als alles andere. Plötzlich war ihm, als hörte er ein feines Stimmchen in seinem Kopf sagen, »Worauf wartest du noch? In den Spielregeln steht nicht, dass man auf dem Weg bleiben muss.« Twig sah wieder zum Korb und schluckte aufgeregt. Dann tat er, was noch kein Waldtroll je getan hatte. Er verließ den Weg. Er rannte auf den Korb zu und das lange Gras peitschte seine nackten Beine. »Zehn, elf, zwölf!« schrie er und sprang hoch und warf die Blase von oben durch den Korb. »Bohnenblase!« rief er und sah sich glücklich um. 24 Punkte! Ich habe eine Bo...« Er brach ab. Die Waldtrolle beider Mannschaften starrten ihn böse an. Niemand jubelte, niemand schlug ihm auf den Rücken. »Du hast den Weg verlassen!« rief einer. »Das darf man nicht!« rief ein anderer.
Aber, stotterte Twig, in den Regeln steht nicht, dass... Aber die anderen hörten ihm nicht zu. Natürlich wussten sie, dass in den Regeln nicht stand, man müsse auf dem Weg bleiben. Aber warum auch? Kein Waldteufel ließ hier den Weg, weder im Spiel noch im alltäglichen Leben. Das wurde als selbstverständlich vorausgesetzt. Eine Regel dazu wäre so sinnvoll gewesen wie etwa die Regel, dass man mit Atmen nicht aufhören durfte. Dann plötzlich, wie auf ein vorher festgelegtes Zeichen, fielen alle über Twig her. »Du langer Lulatsch, du Dämlicher!« schrien sie und droschen auf ihn ein. »Du Missgeburt!« Brennende Schmerzen schossen durch seinen Arm. Es war, als würde er gebrandmarkt. Er sah hoch, zwei Hände mit harten, spatelförmigen Fingern hatten seinen Unterarm gepackt und verdrehten ihn bösartig. »Oh, der Grob«, flüsterte Twig. Die Schnappholz und die Grobknots waren Nachbarn. Twig und Hoddergrob waren innerhalb einer Woche geboren worden und wuchsen zusammen auf. Twig hatte gedacht, sie seien Freunde. Hoddergrob verzerrte höhnisch das Gesicht und verdrehte den Arm noch stärker. Twig biss sich auf die Lippen und hielt krampfhaft die Tränen zurück. Nicht wegen der Schmerzen in seinem Arm, die konnte er aushalten, sondern weil er jetzt auch noch Hoddergrob gegen sich hatte. Übel zugerichtet und blutend war er nach Hause geschlichen. Was ihn am meisten schmerzte, war die Tatsache, dass er seinen einzigen Freund verloren hatte. Nun war er also auch noch ganz allein. »Von wegen etwas Besonderes«, Twig schnaubte. »Doch«, sagte Spelda und leise fügte sie hinzu. »Das fiel sogar dem Himmelspiraten auf, als sie dich sahen. Deshalb hat dein Vater ja...« Die Stimme versagte ihr. »Deshalb musst du von zu Hause fort.« Twig erstarrte. »Von zu Hause fort? Was meinte seine Mutter?« Er drehte sich um und sah, wie sie weinte. »Das verstehe ich nicht«, sagte er. »Du willst, dass ich weggehe?« »Ich doch nicht, Twig«, schluchzte sie. »Aber du wirst in wenigen Tagen 13. Ein Erwachsener. Was willst du dann tun? Bäume fällen wie dein Vater kannst du nicht. Du hast dafür nicht die richtige Statur. Und wo willst du leben? Unsere Hütte ist schon jetzt zu klein für dich. Und jetzt, wo die Himmelspiraten von dir wissen.« Twig wickelte die Haarsträhne noch weiter um den Finger. Vor 3 Wochen war er mit seinem Vater tief in den Dunkelwald hineingegangen, bis dorthin, wo die Waldtrolle Bäume fällten und das Holz für die Himmelspiraten zuschnitten. Im Gegensatz zu seinem Vater, der auch unter den tiefsten Ästen noch aufrecht gehen konnte, hatte Twig sich bücken müssen, und selbst dann war er noch zu groß gewesen. Immer wieder hatte er sich den Kopf angeschlagen, seine Kopfhaut war voller feuerroter Schramm gewesen, das letzte Stück zu der Lichtung hatte er auf Händen und Knien kriechen müssen. »Unser neuer Lehrling«, hatte Tuntum zu den Himmelspiraten gesagt, der für die Lieferung an jedem Morgen zuständig war. Der Pirat sah von seinem Notizbrett auf und musterte Twig. »Ist er dafür nicht zu groß?«, fragte er und vertiefte sich wieder in die Papiere. Twig starrte den Himmelspiraten unverwandt an. Er war hochgewachsen und aufrecht und sah mit seinem Dreispitz, dem schön gearbeiteten ledernen Brustharnisch, den Klappflügeln und den gewachsenen Koteletten großartig aus. Sein Mantel war zwar an einigen Stellen geflickt, bot mit den Ärmelstulpen, Quasten, Tressen und goldenen Knöpfen aber trotzdem einen prächtigen Anblick. An speziellen Haken hingen zahlreiche Gegenstände, die von aufregenden Abenteuern zeugten. Zu gern hätte Twig gewusst, gegen wen der Himmelspirat mit dem Säbel gekämpft hatte, dessen Griff mit Juwelen besetzt war und wie die Schramme in die langgeschwungene Klinge gekommen war, oder was für Wunder er durch sein Fernrohr gesehen, welche Mauern er mit seinen Enterhaken erstiegen und in welche fernen Orte ihn sein Kompass geführt hatte. Plötzlich sah der Pirat noch einmal auf. Er bemerkte, dass Twig ihn anstarrte und hob fragend die Augenbrauen. Twig senkte den Blick. »Ich mache euch einen Vorschlag«, sagte der Himmelspirat zu Tuntum. »Für einen großen jungen Mann ist auf einem Himmelsschiff immer Platz.« »Nein«, erwiderte Tuntum scharf. »Vielen Dank für das Angebot«, fügte er höflich hinzu. »Trotzdem nein.« Tuntum wusste, dass sein Sohn an Bord eines solchen Schiffes keine 10 Minuten durchhalten würde. Die Himmelspiraten waren ein schamloses Gesindel. Ehe man sich versah, hatte sie in einem die Kehle aufgeschlitzt. Die Waldtrolle hatten überhaupt nur mit ihnen zu tun, weil die Piraten für das flugtaugliche Holz aus dem Dunkelwald so gut zahlten. Der Pirat zuckte die Schultern. »War nur ein Vorschlag«, sagte er und wandte sich ab. »Trotzdem«, murmelte er. »Schade.« Als Twig hinter seinem Vater durch den Wald zurückkroch, dachte er an die Schiffe, die mit geblähten Segeln über ihm vorbeiglitten und in der Ferne verschwunden waren. »Die Lüfte befahren«, flüsterte er und sein Herz pochte. »So schlimm könnte das doch gar nicht sein.« Spelda war da anderer Meinung. »Diese Himmelspiraten«, schimpfte sie nach ihrer Rückkehr. »Tuntum hätte dich von ihnen fernhalten sollen. Jetzt werden sie es immer wieder versuchen, darauf wette ich. So wahr ich Spelda Schnappold heiße.« »Aber dem Himmelspiraten, den ich gesehen habe, war es ganz egal, ob ich auf sein Schiff komme oder nicht«, sagte Twig. »Die tun doch nur so«, sagte Spelda. »Sieh doch, was mit Hobblebark und Hogwart passiert ist. Aus dem Bett geholt wurden sie und nie mehr gesehen. Ach, Twig, ich könnte es nicht ertragen, wenn dir das zustieße. Das Herz brich es mir.«
Draußen heulte der Wind durch den dichten Wald. Es wurde dunkel und die Nacht war erfüllt von den Lauten der erwachenden Nachttiere. Fromms husteten und spuckten, Quams quiekten und der große Banda-Bär schlug sich an die mächtige, behaarte Brust und rief klagend nach seiner Gefährtin. In der Ferne hörte Twig das vertraute rhythmische Hämmern der Schlächter, die noch angestrengt arbeiteten. »Was soll ich dann tun?« fragte er leise. Spelda schniefte. »Du gehst erstmal für eine Weile zu Cousin Schnatterbark«, sagte sie. »Wir haben ihn bereits verständigt, er erwartet dich, nur bis sich hier alles wieder beruhigt hat«, fügte sie hinzu. »Dort bist du sicher, wenn der Himmel es will.« »Und dann?« fragte Twig. »Dann kann ich doch wieder nach Hause kommen.« »Ja«, sagte Spelda langsam. Twig wusste sofort, dass sie noch nicht fertig war. »Aber?« fragte Twig mit Nachdruck. Spelda drückte den Kopf des Jungen zitternd an die Brust. »Ach, Twig, mein lieber Junge«, schluchzte sie. »Ich muss dir noch etwas sagen.« Twig machte sich von ihr los und sah zu ihrem unglücklichen Gesicht auf. Auch ihm liefen inzwischen Tränen über die Wangen. »Was ist denn, Mütterlein?« fragte er aufgeregt. »Ach, beim Schleimschmeichler«, schimpfte Spelda. »Warum ist es auch so schwer?« Durch die Tränen sah sie ihn an. »Ich liebe dich seit dem Tag, an dem du zu uns kamst, Twig, aber du bist nicht mein Sohn und Tuntum ist nicht dein Vater.« Twig starrte sie ungläubig an. »Wer bin ich dann?« fragte er endlich. Spelda hob die Schultern. »Wir haben dich gefunden«, sagte sie. »Ein kleines, in ein Tuch gewickeltes Bündel am Fuß unseres Baumes.« »Gefunden«, flüsterte Twig. Spelda nickte, beugte sich vor und strich über das Tuch, das Twig um den Hals trug. Twig zuckte zusammen. »Im Kuscheltuch?« fragte er. Spelda seufzte. »Genau da«, sagte sie. »Darin warst du eingewickelt, in das Tuch, von dem du dich bis heute nicht trennen willst.« Twig fuhr mit zittrigen Fingern über den Stoff. Er hörte Spelda schniefen. »Ach, Twig«, sagte sie, »auch wenn wir nicht deine Eltern sind, Tuntum und ich lieben dich wie unser eigen Fleisch und Blut. Ich soll dir von Tuntum auf Wiedersehen sagen. Er...« Sie stockte überwältigt von Kummer. »Er lässt dir ausrichten. Was immer geschieht, du musst immer daran denken, dass er dich lieb hat.« Mit diesen Worten überließ sie sich ganz ihrem Schmerz. Sie brach ein lautes Jammern aus und ohnmächtige Schluchzen schüttelte sie. Twig kniete vor sie hin und schlang die Arme um sie. »Soll ich denn jetzt gleich gehen?« fragte er. »Es wäre wohl am besten«, sagte Spelda. Unsicher fügte sie hinzu. »Aber du kommst doch wieder, Twig, ja? Glaub mir, mein lieber Junge, ich wollte dir das Ende der Geschichte gar nicht erzählen, aber...« »So weine doch nicht«, sagte Twig. »Die Geschichte ist doch noch lange nicht zu Ende.« Spelda sah auf. »Du hast recht«, sagte sie und lächelte tapfer. »Eigentlich fängt sie erst an.« »Ja, bestimmt, Twig. Sie fängt erst an.«